Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Die absolute Zerstörung von Michael Smolik gegen Romanov wurde hier letztendlich ja natürlich auch ganz veröffentlicht. Wir haben den ganzen Kampf gesehen und die brutale Vernichtung des Wikingers, welcher so viel Internetlärm bei Michael Smolik gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, das war die beste Version von Michael Smolik, die ich bis jetzt je gesehen habe. Wirklich, ohne Witz, ultra stark. Allein, dass er physisch nochmal richtig aufgebaut hat im Vergleich zu seinem letzten Fight, was mir wirklich sehr stark aufgefallen ist, kam er hier ultra explosiv. Er hat das Abtasten direkt gelassen und hat direkt Bomben gehauen, die wirklich einschlagen und direkt Wirkung gezeigt haben. Sowohl der Kick als immer wieder seine rechten kurzen Haken oder die linke Overhand oder die linke Gerade, die immer wieder durchkam von Michael Smolik, haben alle brutale Wirkung gezeigt. Und das muss man einfach nur loben und gut sprechen. Michael Smolik hat hier auch darauf reagiert, hat diverse Interviews gegeben, wo ich das jetzt einfach mal für euch zusammenfassen werde. Darüber hinaus könnt ihr mich supporten, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, weil 69% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Supportet mich gerne und schaut bei ESN mit dem Code NOTIME vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Michael Smolik hat hier direkt nach dem Fight eine Instagram-Story gemacht, die wir uns jetzt erstmal direkt anschauen, wo er sich gefreut hat über den Fight, mit einem Submission-Sieg, mit einem Rear-Naked-Choke gearbeitet hat und hier erstmal seine direkte Reaktion nach dem Fight gezeigt hat. Das war ein Submission-Sieg für mich, Leute. Hat alles geklappt. Hey, der macht keine Kamera. Mein Bruder macht Randale. Was? Ich mach gar keine Randale. Ich hab gesagt, hey, hast du ihm gezeigt, dass Götter bluten können, ne? Nochmal im Ernst, hat alles super geklappt. Sieg durch Submission. Ich habe den Kampf dominiert, ich habe mich super gefühlt, aber alles weitere dazu werdet ihr morgen in dem YouTube-Video erfahren. Wann genau es rauskommt, weiß ich nicht, aber es wird morgen kommen. Und danke für alle eure Nachrichten. Jetzt wird erstmal gefeiert. Darüber hinaus gab er auch noch ein Interview bei Fight One, wo er gesprochen hat und ganz klar gesagt hat, hey, es gab wirklich immense Veränderungen im Training. Er hat diesen Arschtritt gebraucht. Er hat diese Niederlage einmal gebraucht, um wach zu werden, um wirklich zu verstehen, hey, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht unantastbar, ja, aber ich will es werden. So, aber das brauche ich, einfach um klarzukommen, um im Klaren darüber zu werden, was ich dafür tun muss. Und ich habe diverse Übungen gemacht, ich habe stark an meinem Boden, an meinem Ground Game gearbeitet, um diese Fehler zu beseitigen. Und natürlich ist der Rückkampf gegen einen Edison Franca interessant, meine Niederlage wieder wegzumachen und diesen Typen zu finishen oder einfach zu besiegen und ganz klar zu zeigen, dass das einfach nur sein Abend war, ich aber der deutlich bessere Mann bin. Das ist das Ziel von Michael Smolik. Ansonsten sagt er, hey, ein Erko Yun ist vielleicht auch interessant oder natürlich ein Sebastian Heil mit einer 6:2, ein starker Grappler, welcher ebenfalls vorher für ihn im Gespräch war. Aber ja, da werden wir natürlich sehen, wie das Ganze weitergehen wird. Der Name Ekalin ist beispielsweise auch nicht gefallen. Ich denke, vielleicht hat er sich erstmal davon ferngehalten und will seinen eigenen Weg gehen. Finde ich auch cool, konzentriert sich auf sich. Und ja, das Thema Ekalin muss man auch nicht jedes Mal ansprechen. Deshalb schreibt mir eure Meinung dazu, darf mal gerne in die Kommentare, wen wollt ihr jetzt nächstes für Michael Smolik sehen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Gegner und ich glaube, er weiß auch, dass er gute Gegner braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das wär's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo oder bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.